Ich gönne mir gerade eine Pause von der Gartenarbeit. Wie ihr sehen könnt, scheint die Sonne, ist wunderbares Wetter, macht richtig viel Spaß im Garten zu arbeiten. Und durch die ganzen Sonneneinstrahlungen wird auch ordentlich Vitamin D in der Haut produziert. Viele sind sich einig, dass man zumindest in den Wintermonaten supplementieren soll, weil dort die Sonne viel zu flach steht, damit der Körper überhaupt Vitamin D produzieren kann. Und es wird davon ausgegangen, dass die breite Bevölkerung unter einem Vitamin D-Mangel leidet. Ich nehme seit gut 6 Jahren keinerlei Nahrungsergänzungsmittel zu mir, auch kein Vitamin D, weil ich halt so ein Naturbursche bin. An solchen Tagen wie diesen bin ich so gut wie den ganzen Tag draußen und da sehr leicht bekleidet, meistens nur mit einer Badehose, mehr nicht, weil es zum Beispiel im Folientunnel und im Gewächshaus richtig heiß werden kann und dann ist man da sehr unangenehm schwitzt. Aber da man ja zum Beispiel die Tomatenpflege, tu die Geiztriebe entfernen, Tomaten auffädeln an den Haken, dann später auch noch ernten, mulchen, also das Ganze drumherum. Ich tue auch draußen meine Kampfkunst und mein Tai Chi machen und auch meinen Sport. Diese Aktivitäten reichen aus, dass meine Speicher über den Sommer so gefüllt werden, dass auch mein Vitamin D über den Winter reicht. Natürlich weiß ich auch, dass viele einen anderen Lebensstil pflegen, auch andere Gewohnheiten, stundenlang im Büro arbeiten, sitzen, manche haben andere Prioritäten. Wenn sie die Möglichkeit haben oder die Zeit nutzen können und die Sonne scheint nicht draußen, obwohl wir ja auch wissen, wie wichtig Vitamin D für unser Wohlbefinden und für unsere Glückshormone auch mitverantwortlich sind, also für unsere Lebensfreude. Also, wenn du einen Vitamin D-Mangel verspürst und du Probleme hast, irgendwie Sonne tanken zu können, dann gebe ich dir erstmal folgende Tipps. Also, erstmal würde ich mir überhaupt gar keine Chemie auf die Haut schmieren, keine Sonnencreme oder sonst irgendwas, weil die Haut wie ein Schwamm ist und dann werden die Gifte auch mit aufgesaugt und das blockiert auch ein bisschen die Vitamin D-Produktion. Schau zum Beispiel, wenn du im Büro arbeitest, dass du vielleicht eine Mittagspause draußen im Freien verbringst, da wirst du sicherlich irgendwelche Möglichkeiten haben. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Anzug oder sonst irgendwas anhast, dann schau, dass du vielleicht andere Klamotten noch dabei hast, vielleicht eine Shorts oder ein T-Shirt einfach mal rausgehen und so leicht bekleidet wie möglich, vielleicht nur für eine halbe Stunde mal in der Mittagssonne seine Mittagspause genießen, da auch so ein Essen essen zum Beispiel. Ich bin durch meine Social Media Präsenz auch sehr stark am Computer gebunden, aber ich teile es mir halt folgendermaßen auf, dass ich am Früh-, Mittag und Nachmittag so viel Zeit wie möglich draußen verbringe. Ich versuche über den Tag hinweg da meinen Sport zu machen, ich mache da meine Gartenarbeit und so weiter. Ich schreibe vielleicht auch meine Skripte an der Terrasse, also alles, wo ich keinen Rechner oder Smartphone oder so brauche, oder auch meine Gespräche, mache ich dann auch gerne auf der Terrasse in der Sonne. Und dann am Abend tue ich dann meine Videos zum Beispiel schneiden, hier E-Mails beantworten und so weiter. Also einfach die Sachen, wo es besser ist, drin zu arbeiten, vor allem bei Bildschirm, einfach auf den Abend verlegen, wenn der Tag so gut wie vorbei ist. Damit du motiviert bist, draußen überhaupt was zu machen, weil ich kenne sehr viele, denen ist einfach viel zu langweilig, sie wissen nicht, was sie tun können und dann, wenn es ihnen langweilig ist, haben sie keinen Bock, irgendwas draußen zu machen und dann fangen sie wieder an zu zocken oder Serien zu schauen. Von daher, such dir einfach irgendwelche Hobbys. Schließ dich auch mit Freunden zusammen, macht zum Beispiel Mannschaftssport, spielt Fußball, Basketball, fahrt Fahrrad. Wenn ihr Kinder habt, dann unternehmt irgendwas mit denen, macht Wildkräutertouren, zeigt ihnen die Natur ein bisschen, die Pilze auch sammeln, in der Zeit einfach im Wald spazieren gehen. Einfach solche Aktivitäten in den Alltag mit integrieren. Die Ernährung ist auch ein wichtiger Schlüsselfaktor. Du kannst zum Beispiel Nahrungsmittel zu dir nehmen, die einen hohen Vitamin D-Anteil haben. Du kannst auch zusätzlich noch Intervallfasten oder das Fasten allgemein mit einbauen, damit dann dein Körper nach und nach weiter entgiftet, weil ich kann so zum Beispiel stundenlang im Garten draußen sein, bin hydriert und ich bekomme viel weniger Sonnenbrände und wenn ich welche bekomme, dann fallen sie meistens an dem nächsten Tag und das kommt einfach daran, dass ich halt kontinuierlich meinen Körper reinige und auch faste und dadurch viel länger draußen arbeiten kann. Es ist grundsätzlich so, wenn du Sonnenbaden machst und du fängst dann an unangenehm zu schwitzen, dann gehst du raus aus der Sonne, weil dann fängst dann an, dass du hier Sonnenbrände bekommst und die sind natürlich kontraproduktiv. Du kannst dir auch Geld zusammensparen, damit du dir im Winter für ein paar Wochen eine Reise in südlichere Länder, in Äquatornähe zum Beispiel, gönnen kannst. Letztlich möchte ich mit dem Video auch aussagen, dass man nicht unbedingt Vitamin D supplementieren muss, auch im Winter nicht. Ich bin auch hier der Beweis, ich habe auch mal einen Bluttest gemacht. Man muss halt dementsprechend auch sehr natürlich leben und auch wie ich zum Beispiel den ganzen Tag draußen sein und auch wirklich die Sonne nutzen. Dann ist es auch möglich.
Wenn du nicht die Möglichkeiten hast und du natürlich auch dementsprechend wahrscheinlich Angst hast oder Bedenken, dann schau nach den entsprechenden Supplementen. Guck, dass sie auch qualitativ hochwertig sind. Die können dir dann auch als Übergang helfen. Letztlich soll jeder für sich selber die Entscheidungen im Leben treffen. Ich zeige nur eine mögliche Perspektive. Ob sie jemand nachmachen möchte oder nicht, ist jedem für sich selbst überlassen. In diesem Sinne werde ich hier noch zwei spannende Videos verlinken, die dich auch interessieren können. Und sonst, wenn dir das Video einen Mehrwert gegeben hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Kannst auch gerne in die Kommentare schreiben, wie du zu den ganzen Sachen stehst. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen oder wie du das Ganze handhabst. Lese ich immer sehr gerne. Vielleicht auch eine kleine Inspiration für andere und natürlich auch für mich, damit wir alle gemeinsam wachsen können. Und sonst freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.